Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Und es ist bald soweit, nämlich nächste Woche Dienstag, also genau in 4 Tagen müsste das sein, von dem heutigen Tag, wo das Video rauskommt. Dann kommt endlich die Vollversion von Planet Zoo raus. Dann können wir endlich wieder spielen. Das ist ja hier alles noch vorproduzierter Content, aber der geht mir auch bald aus. Aber es ist eigentlich jetzt relativ gut über die Zeit hingekommen. Ich habe nämlich jetzt noch dieses Video und noch eins am Sonntag, was rauskommt. Und dann ist ja sozusagen am Dienstag schon die Vollversion endlich draußen. Und ich werde auf jeden Fall nächste Woche mehrere Livestreams von Planet Zoo machen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ich hoffe auch, dass ich bei der Arbeit noch ein bisschen freikriegen werde. Ich habe schon angefragt, aber es war alles noch so ein bisschen im Unklaren, weil das halt momentan mit den ganzen Weihnachtskram und so ein bisschen schwierig ist, frei zu bekommen. Aber ich hoffe mal, dass ich noch den einen oder anderen Tag freikriegen werde, damit wir dann schön gemeinsam im Livestream Planet Zoo auch zocken können. Außerdem kommt natürlich auch noch nächste Woche Dienstag, genau am 5. wie die Planet Zoo, kommt auch Red Dead Redemption 2 raus. Damit meine ich natürlich die PC-Version, weil die Konsolenversion ist ja jetzt schon etliche Monate draußen. Aber ich habe nie irgendwie ein Video oder ein Let's Play oder sowas dazu geguckt, weil ich mich einfach von der Story nicht spoilern will. Weil ich glaube, Red Dead Redemption 2 ist einfach ein richtig geiles und cooles Spiel. Und es kommt natürlich genau auch am 5. November raus. Und das ist super ärgerlich, weil ich werde wahrscheinlich am 5. November bzw. ab nächste Woche Dienstag komplett überfordert sein, was ich als erstes zocken möchte und was ich wann zocken möchte. Und ich werde wahrscheinlich einfach gar nicht genug Zeit haben, so viel zu zocken, wie ich es denn im Endeffekt gerne machen würde. Aber mal schauen, wenn ich noch ein paar Tage freikriege, können wir vielleicht auch beides livestreamen. Ich weiß es noch nicht sicher. Ich kann nichts versprechen, aber ich kann auf jeden Fall versprechen, dass nächste Woche einige Livestreams kommen werden. Auch wenn ich nicht frei bekomme, dann werde ich halt vielleicht zum Zeiten streamen, wo ihr noch in der Schule seid oder was weiß ich. Das müssen wir dann mal schauen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen darauf ein, was ich hier überhaupt vorhabe und was ich hier im Hintergrund baue. Nämlich wollte ich das erste Mal ein Affengehege bauen und die Form und den Grundriss von dem Gehege seht ihr ja schon. Da habe ich einfach so einen Maschendrahtzaun gemacht. Drumherum einmal so ein kleines Gewässer und ja, dann führt er nochmal einen Weg rum, wo dann die Leute drumherum laufen können. Weil genauso wie ich es jetzt baue, kenne ich es auch so von Affengehegen in Zoos, wo ich schon war. Also das habe ich schon öfter so gesehen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze auch so zu gestalten. Und dann geht es hier natürlich direkt an das Klettergerüst bauen. Also da habe ich mir jetzt kein fertiges Klettergerüst oder sowas besorgt. Ich wollte halt wirklich selber mich so ein bisschen austoben. Habe ja noch nie mit diesen Bauteilen vom Klettergerüst vorher gearbeitet. Und deswegen fand ich das ganz interessant. Habe mir da auch nicht vorher irgendwie so einen Plan oder so rausgesucht. Ich habe einfach frei Schnauze angefangen zu bauen, weil ich glaube, bei sowas kann man nicht viel falsch machen. Also man fängt halt irgendwie an, von unten nach oben zu bauen und baut dann oben vielleicht so eine Hütte oder so ein Haus hin als Ziel, wo dann die Affen hinwollen und hochklettern wollen, wo sie dann schlafen können oder fressen können oder sowas. Also man muss halt so ein paar Hotspots für die Affen natürlich machen. Und ansonsten habe ich halt wirklich einfach random irgendwie drauf losgebaut. Ihr seht das ja schon im Hintergrund. Deswegen glaube ich, brauchen wir jetzt hier auch gar nicht die ganze Zeit so mega darauf eingehen. Also ich habe da auch teilweise dann Sachen ausprobiert, wie ihr seht hier mit den Seilen und sowas, was ich dann am Ende wieder gelöscht habe. Aber ja, seht selbst. Ich lasse es einfach im Hintergrund ein bisschen laufen und wir reden mal über so ein paar Themen, die mich momentan noch sehr interessieren. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Ich glaube nämlich, dass noch jetzt auch im November ein Jurassic World Evolution DLC rauskommt. Also ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Frontier auch nochmal bei JWE zur Weihnachtszeit oder zum Weihnachtsgeschäft nochmal ein schönes DLC oder so raushauen wird. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Am meisten würde ich mich natürlich über das 1993er Jurassic Park DLC freuen, wenn wir dann die ganzen alten Gebäude von Jurassic Park und sowas haben. Und vielleicht noch mehr Deko-Elemente, vielleicht mehr Touristenattraktionen, zum Beispiel diese Jeep-Safari, die man ja kennt mit diesen klassischen Jurassic Park-Jeeps. Das wäre schon richtig, richtig cool. Und ich glaube auch, dass es sehr wahrscheinlich sein könnte, dass das nächste DLC wird. Aber ich finde auch, dass Jurassic World Evolution, gerade jetzt, wo Planet Zoo rauskommt, nochmal ordentlich Content kriegen muss. Also es müssen auf jeden Fall für Jurassic World Evolution neue Deko-Elemente kommen, neue Baumöglichkeiten und sowas, weil sonst wird JWE einfach, glaube ich, so ein bisschen aussterben. Weil ich meine, warum sollte man in Jurassic World Evolution einen Park bauen, wenn man auch hier bei Planet Zoo einen richtig coolen Zoo bauen kann, wo man viel, viel mehr Möglichkeiten und sowas hat und sich viel mehr austoben kann, was seine Kreativität angeht und nicht so begrenzt ist in den Möglichkeiten. Also deswegen glaube ich, dass es echt wichtig ist für Jurassic World Evolution, dass einfach ein bisschen was in diese Richtung getan wird. Und
ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Viele von euch haben sicherlich schon so, denken sich schon so, ja, das wird eh nichts mehr, JWE ist leider ausgestorben. Und ich kann es auch verstehen. Es ist ja nicht nur dieser Aspekt, dass JWE einem einfach keine Baumöglichkeiten und sowas bietet. JWE hat ja auch andere Sachen, die einfach fehlen. Das ganze Parkmanagement und Mitarbeiter verwalten und sonst was für Sachen. Das hat man alles nicht in Jurassic World Evolution. Es gibt so viele Dinge, die einfach fehlen und die Planet Zoo einfach bietet. Und deswegen ist natürlich klar, dass man viel eher dann dazu tendiert, Planet Zoo zu zocken, als Jurassic World Evolution. Auch wenn man natürlich noch lieber als mit Tieren mit Dinos einen Park bauen würde. Hinzu kommt ja auch noch, dass man bei Planet Zoo noch die Möglichkeit hat, Mods einzufügen und sowas. Also ich weiß gar nicht, wie es dann im Endeffekt sein wird. Also man kann ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Gebäude baue aus ganz vielen einzelnen Teilen, kann ich das ja abspeichern und in den Workshop einstellen und andere Leute können sich das dann runterladen und in ihre Zoos zum Beispiel einfügen. Ich bin mir aber gar nicht sicher, wie es dann mit so Mods sein wird, die ja so komplette Funktionen hinzufügen oder irgendwelche anderen Sachen und sowas, ob sowas überhaupt irgendwie unterstützt wird, weil das wäre mega cool. Dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass sich einfach irgendein Modder von der Community denken wird, ich kopiere einfach mal die wunderschönen Models von JWE rüber, zum Beispiel den Tyrannosaurus, und füge den mal in Planet Zoo ein. Das wäre dann natürlich richtig cool, wenn wir dann wirklich irgendwann alle Dinosaurier drüben haben in Planet Zoo. Was natürlich nochmal ein bisschen problematisch ist, ist, dass Planet Zoo einen komplett anderen Grafikstil hat als JWE. Dadurch müsste man dann wahrscheinlich, wenn man so einen T-Rex 1:1 kopieren würde, müsste man den wahrscheinlich nochmal vom Grafikstil so ein bisschen anpassen, weil das sonst wahrscheinlich ziemlich komisch aussehen würde. Aber ich will jetzt auch gar nicht so viel spekulieren darüber. Das sind alles so Sachen, die werden wir in der Zukunft dann hoffentlich erleben oder halt nicht. Oder ja, ich lasse mich überraschen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich mega auf Planet Zoo und ich bin so froh, dass es nicht mehr so lange ist, weil wenn ich hier diese ganzen Voice-Overs hier mache, wie ich jetzt mache, und dann die ganze Zeit so im Hintergrund sehe, wie ich da bei Planet Zoo gebaut habe, kriege ich immer mehr Lust und es juckt mich immer mehr in den Fingern, wieder Planet Zoo spielen zu wollen. Und das ist schon echt fies, weil das jetzt echt eine Weile her ist. Aber ja, 4 Tage werde ich jetzt auch noch warten können, beziehungsweise 5. Ich nehme das jetzt gerade am 31.10. auf. Und das Ganze kommt natürlich dann für euch am 1.11. raus. Das heißt, 4 Tage bis zum 5.11. Und dann ist es endlich wieder soweit, Leute. Dann können wir endlich wieder Planet Zoo spielen. Und das Ganze im Livestream, denke ich mal. Also lasst euch auf jeden Fall überraschen. Wenn ihr den Livestream nicht verpassen wollt, dann aktiviert am besten die Glocke oben oder unten. Unten müsste die sein. Und ja, dann solltet ihr eigentlich eine Benachrichtigung kriegen, wenn es dann mit dem Livestream losgeht. Ansonsten werde ich euch auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer darüber informieren, ob ich jetzt frei bekomme, wann ich nächste Woche live streame, wie ich das Ganze mache und sowas. Werde ich euch alles nochmal etwas genauer mitteilen in dem Video, was dann am Sonntag rauskommt, weil da werde ich das Voice-Over am Samstag wahrscheinlich aufnehmen. Und ich werde morgen nochmal bei der Arbeit anrufen, beziehungsweise heute für euch, ne, ist ja immer so ein bisschen zeitversetzt. Und dann werde ich erfahren, ob ich frei bekomme nächste Woche, wann ich frei bekomme und so weiter und so fort. Und das werde ich euch, denke ich mal, dann am Sonntag verkünden. Also schaut euch auf jeden Fall das Video am Sonntag an, wenn ihr wissen wollt, wann ich live streame. Aber viel mehr habe ich jetzt auch für das heutige Video gar nicht mehr zu verkünden. Ich würde sagen, ich drehe jetzt nochmal für euch die Musik ein bisschen lauter und dann könnt ihr euch nochmal den Rest von dem Bau dieses Affenklettergerüsts angucken. Falls ihr heute in eurem Bundesland einen Feiertag habt, dann wünsche ich euch schon mal ein angenehmes Wochenende. Falls euch das heutige Video gefallen hat bzw. gefällt, dann dürft ihr auch gerne ein Like da lassen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren wegen den Livestreams nächste Woche. Also denkt da auf jeden Fall dran. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Genießt es, genießt die schöne, freie, lange Zeit. Vielleicht hören wir uns ja auch nochmal in einem Livestream oder sowas am Wochenende. Lasst euch überraschen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.